Ich sag kurz Hallo. Was dagegen? Klar, kein Problem. Was ist er doch schon wieder? Monsterjäger Fëanor. Hey! Eine Woche bis zum Jahr. Dass sie mich kennen. Auf jeden Fall. Guter Mann. Wir müssen uns noch mit Snacks eindecken. Wird eine echt lange Fahrt. Meinst du, wir fahren mit Steph? Wir schauen mal. Sie ist der GM, also muss sie wahrscheinlich sehr früh in Denver sein. Was geht heute Abend? Mom sagt, ich soll in der Lantern bleiben, bis sie von der Arbeit zurückkommt. Aber, ich wäre echt lieber zu Hause. Wäre das okay? Geht klar, Mann. Aber ich sehe mir nachher deine Hausaufgaben an. Mach die fertig, kapiert? Kapiert. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Bis dann. So weird, du in dieser Dad-Rolle. Dad-Rolle? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin besser als ein Dad. Ich bin wie ein Dad Plus. Dad Plus alleine. Abgehoben. Wir vertrauen uns. Er erzählt mir Dinge, die er Charlotte nicht sagt. Ethan hat gelogen, was das Erkunden der alten Mine betrifft. Er hat mir sein Geheimnis anvertraut. Soll ich es bewahren? Oder soll ich ihn verpetzen? Wir bewahren das. Bewahren das. Ja, ich hoffe, da passiert jetzt aber nichts in der komischen Mine, Alter. Was ist los? Ja, du bist. Aber wir nur lesen dann immer das komische Schild durch. Ethans Christopher Robin. Ja, genau. Genau so ist es, ja. Außer dass. Naja. Du datest seine Mom. Dann kennst du meine Puderbär-Fanfiction noch nicht. Wow. Was? Gehen wir deine Sachen ablegen? Ja, endlich dürfen wir mal die Sachen ablegen, ey. Die läuft jetzt schon, keine Ahnung, ein Stündchen rum mit der Sache, mit den Sachen. Auch so ein Bruder. Damenbruder. Okay. So sieht also eine Bergbaustadt aus. Ich dachte, hier würden mehr Typen in Overalls rumlaufen. Mit komplett verrußten Gesichtern? Ganz genau. Was wird hier denn abgebaut? Damals war es Silber. Ist ewig her. Und jetzt? Stein. Uran. Die sprengen diese riesigen Löcher in die Berge und verkaufen das Zeug an Atomkraftwerke. Wow. Ja. Heute Abend gibt's sogar die nächste Sprengung. Ist ziemlich krass. Ja, aber wo? Glaub ich gern. Hey, doch in der Mine, oder nicht? Jet, hey, ich muss dir jemanden vorstellen. Alex, das ist mein Kumpel Jet. Kumpel, verdammt. Hör dir diesen Bullshit an. Er meint, sein Boss. Ihnen gehört die Black Lantern. Seit ungefähr 12 Jahren. Schön, dich zu treffen, Alex. Hab verdammt viel von dir gehört. Ja? Nur schlimmes Zeug. Überwiegend Lügen. Dein Bruder labert nur Scheiße. Ja. Das klingt ein bisschen komisch aus. Er hat sich fast in die Hosen gemacht, als er hier auf dich gewartet hat. Gleichfall? Das passt. Komm. Oh, ist die Hose diesmal trocken geblieben? Freut mich, Gabe. Ich mag sie. Ja, sie ist in Ordnung. Wir gehen rein, kommst du mit? Komme gleich nach. Ich wollte mich mit Eleanor treffen wegen der Dekoration für das Frühlingsfest. Hat er schon vom Fest erzählt? Nee. Nicht so wirklich. Ich erzähl dir später davon. Wenn der anfängt zu reden, hört er nicht mehr auf. Ich bin redselig, verdammt nochmal. Das nennt man charmant. Charmant, ja. Oh, bevor du gehst, will ich dich lieber mal warnen. Mac hat sich wieder diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Hab's gehört. Ja, naja. Nur, dass du's weißt. Pass lieber auf. Egal, kommt erstmal in Ruhe an. Alex, hat mich gefreut. Gleichfalls, Jet. Gefreut. Also, Frühlingsfest klingt wie Abschlussball in den Bergen. Es ist viel cooler, als es klingt. Ach, als ob. Hier geht doch sicher so ein Wickerman-Shit ab. Hey, woher weißt du das? Was für ein Shit? Naja. Aber geil, dass der Bruder eine eigene Bar hat. Also nicht eine eigene, aber da arbeitet. Da habe ich nichts. Würde ich bei mir jetzt auch mitbringen. Ne? Ist klar.
Also ich sag, dass der Junge da in der Mine, wo er heute reingehen möchte, heute Abend, dass die ist, die gesprengt wird. Safe. Wir haben richtig große Scheiße gebaut, dass wir das nicht erzählt haben. Ganz klar. Ist nicht dein Ernst. Oh, Mashallah, gute Bude. Die ist nice eingerichtet. Und hier wohnst du? Kling nicht so überrascht. Hä, sieht doch nice aus. Ist mega nice. Als du gesagt hast, dass du eine schöne Wohnung hast, dachte ich, sie wäre klein und gemütlich. Willkommen in meinem Heim. Hä? Ernsthaft? Das ist krass. Und das Beste ist, es ist eigentlich deins. Ich bin eh meistens bei Charlotte. Ja, ist doch mega. Was meinst du mit meins? Ja, erstmal so ein bisschen nachhaken. Nicht ganz. Was meinst du mit, es gehört mir? Naja, es sind diese Orte, die Leute haben, um darin zu wohnen. Wir nennen es ein Zuhause. Ich meine es ernst. Das hier soll ein Neuanfang für dich sein. Gabe. Ich... Danke. Kein Ding. Problem. Versprich mir nur, dass du nicht zu viel Partys feierst und du alles abfackelst. Jet bringt mich um, falls das wieder passiert. Geht klar. Haben wir die Sache mit dem Mich-Anstarren nicht schon hinter uns? Naja. Ich habe mir dich genauso vorgestellt. Echt? Und hast du dir mich so vorgestellt? Keine Ahnung. Warum werde ich immer gefragt? Bart habe ich nicht erwartet. Doch, den hat man erwartet. Ist immer noch du? Ja, komm. Du hast dich kaum verändert. Wirklich? Siehst immer noch aus wie 15. Klappe. Ich meine, klar bist du ein Mann, weißt du. Aber du hast immer noch dieselben Gesichtsausdrücke und so. Du bist immer noch du. Danke. Hat er nicht so gefühlt. Was gut ist, denn wenn du nicht mehr du wärst, müsste ich dein Geschenk jemand anderem geben. Was? Überraschung. Hey, ist das... Das ist das Album, das ich bestellt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich wollte es dir schenken. Naja, ich hab's zuerst für dich gekauft, also... Ah, safe. Dürfen wir wieder nicht hören. Egal. Lautes Klopfen natürlich. Lul. Jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's Ärger. Ach, warte kurz. Ja. Hey, Mac. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Oder es ist sauer. Ist nicht so, wie du denkst, Mac. Oh, gut. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin! Alter, ehrlich, du verstehst das falsch. Sag mir, warum ich dir nicht die Fresse einschalten wollte. Nein. Nein, nicht hier. Es gibt keinen Grund, du solltest lieber mit deiner Freundin reden. Ich rede mit dir! Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Bloß! Von ihr fern! Ja, abfahrt! So macht man das! Zack! Bam! Noch ein, komm! Ey, die geht ja anders ab. Übertreib! Ein bisschen hat er das verdient. Ich werde ihn einfach da rein zu platzen. Alex, hör auf! Das nicht zum ersten Mal. Alex!
Der war jetzt doll. Gabe, ich wollte nicht. Ist schon okay. Hey, was ist jetzt los? Wunder dich nicht, dass du hier ein paar aufs Maul bekommen hast. Jetzt mal ehrlich. Deine Schwester ist echt gestört. Verflucht, ihr könnt mich beide mal. Es tut mir so alles leid. Alles gut. Anstatt zu bedanken, weißt du. Passt ganz gut geregelt. Der Schlag zum Bruder war ein bisschen doll. Aber sonst. Gabe, Alex. Warte. Ist okay. Meine Schicht fängt gleich an. Aber hätte man das jetzt auch anders lösen können? Glaube nicht. Super. Ich frage mich, ob so nach dem Kapitel nochmal so einen Überblick gibt, was passiert wäre, wenn. Wäre nochmal interessant. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Aber auch gut, kommst in eine neue Stadt. Hast erstmal nicht den Streiten der einzigen Person, die man kennt. Das ist schon mal gut. Wie mache ich hier? Ich entscheide mich zu glauben, dass es dann nicht um mich geht. Es reicht mir mit den ganzen Hergezogenen. Mir ist egal, ob es gut für die Wirtschaft ist. Ich vermisse das Helm von früher. Wer ist Mike? War das der Typ von gerade? Nee. Wäre okay, wenn die wüssten, wie man fährt. Okay. Das ist immer gut, wenn die das Maul aufmachen, die selber erst hergezogen sind. Das ist top. Hiermit. Nämlich, Mike, bist du nicht erst selber vor ein paar Jahren hergezogen? Und dann? Ja, und guck nur, wie es seitdem den Bach runtergeht. Beste Aussage. Kannst halt direkt vergessen. Das ist Funi in Rageform. Ich glaube auch, ey. Ich glaube auch. Was ist das hier? Freiwillige gesucht für das diesjährige Frühlingsfest. Diese Anmeldung ist recht bei Les Bloom. Kommt vorbei und seht, welches Rollen noch eine Freiwilligen brauchen. Sorgen wir für ein weiteres großes, artiges Fest. Ach, guck mal, hier kann man nicht... Okay. Dr. Lynn, wer ist das? Ich lese mir jetzt ja nicht alles durch hier. Wollte mich verarschen. Das ist doch ihr... Okay. Aber worum geht's bei dem Arzt? Alex, wir haben einen Termin in meinem Büro. Ist das vielleicht der... Aha. Helfende Hände, Heime. Eins. Ich glaube, ist das der alte Direktor vielleicht? Alex, wo bist du? Okay. Gabe. Guck mal, da wegen den Sonnenblumen, die wir am Anfang ausgesucht haben. Du hattest recht wegen den Sonnenblumen. Ich denke, das werde ich oft zu dir sagen. Ich werde mich noch daran gewöhnen, es zu hören. Ja, bin ich übrigens an unserer Nachbarschaft auf MyBlock eingeladen. Siehst dir an, wenn du Zeit hast. Was ist denn MyBlock? Ist das vielleicht sowas Facebook-mäßiges? Okay. Charles, ich werde dich
Wer ist das? Digga. Vielen Dank für deine Hilfe. Aha, aber es ist ja, es ist ein Mädel, oder nicht? Kein Problem, guck. Aha. Aber das ist ja die, die wir in dem Plattenladen kennengelernt haben. Hey, Alex, Death hier. Tut mir leid, dass ich wie eine Verrückte rausrennen musste. Freue mich darauf, dich heute Abend in der Laterne richtig kennenzulernen. Gleichfalls. Woher hatte ich denn meine Nummer? Ach, das ist MyBlock, denke ich, der mal, oder was? Was stand ja eigentlich SMS? Hey Alex, Ryan hier. Es war wirklich nett, dich im Plattenladen kennenzulernen. Freue mich darauf, später mehr zu sehen. Hat mich auch gefreut, klingt gut. Also nachher scheint ja noch Party abzugehen oder so. Warte mal, aber kommt noch was? Tagebuch, Erinnerung. Aha. Mich hier mal kurz durchklicken, dass wir hier quasi alles gelesen haben. Aber jetzt mal nur Front. Ich finde, man ist, wir werden hier ein bisschen zu doll zugespammt, erstmal mit Nachrichten und so. Ob man das halt alles durchliest. Und Felix, Minecraft steht sogar im Titel, wann das kommt. Und sonst immer noch auch im Discord, also. Charlotte hat die gemacht? Gabe hat gesagt, sie sei Künstlerin, aber mir Charlotte war war jetzt nicht die klar, dass Freundin er das als Beruf von Gabe. meinte. Ich könnte nie so viel von mir preisgeben. Weiß nicht, ob ich die Skulptur so feier. Comics? Als ich die damals gelesen habe, war der Artstyle noch anders. Bock jetzt einen Comic zu lesen, ey. Ist bestimmt von Ethan. Wie oft der Gabe wohl gezwungen hat, das zu spielen. Digga, gar keinen Bock auf das Spiel. Oh, krass. Sieht aus, als hätte Gabe es echt gelesen. Aha. Gabe beschäftigt sich mit Comics und Kunst? Er hängt Ja, sich echt safe. rein für Ethan und Charlotte. Er hat ja alle Comics gefühlt, aber das dicke Buch da oder generell die ganzen Bücher in dem Regal, niemals, never, ever, ist das ein Comic. Nicht mal vielleicht. Ich denke mal, das ist ein Foto von den Wow, beiden oder was? sieht Nee. aus, als hätte Ryan Ah. meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Wenigstens habe ich mich vor ihm und Steph zusammengerissen. Hä? Sieht doch gut aus, oder was? Live auf Sendung vom Plattenladen aus. Ach, Wie das ist der verdammt cool Sender. ist das denn? Das ist der Sender, unter dem findet man den, glaube ich. Ich freue mich Ah, wir wirklich sehen für zum dich, Gabe. allerersten Mal Charlotte, den wir zum ersten Mal. Aber ich wusste, dass der Typ von dieser Freundin aus dem Blumenladen, dass der hier nochmal irgendwann auftauchen kommt, auftaucht. Weil die haben sich zu gut verstanden. Alex, soll ich mir das wirklich ansehen? Okay, Emotionen mal. Aber ich habe das nicht gecheckt. Bisher werden ja immer nur die Farben irgendwie angezeigt bei den Emotionen. Und ich weiß nicht, wofür Wow, das dann halt Gabe. steht, genau, ne? Ich War denke mal, ja Rot echt eine wird Wut sein, so, Schnitzeljagd. das ist klar. Aber den Rest? Theo wird soziale Dienste von Oregon. Amt für Kindeswohl. Ah, was ist. Ah, okay. Und Alex darüber, also die wir spielen, darüber. Ja, okay. Alex wurde in einem Gruppenheim im Bereich Portland untergebracht. Ah, okay. Also wir kommen ja aus dem Heim und haben jetzt entschieden, dass wir bei unserem Bruder leben wollen. Also hat der ja quasi das Sorgerecht, denke ich mal. Ey, warum kann ich jetzt nicht noch. Achso. Kann ich noch Anita durchlesen? und Eduardo. Mann, die gehörten zu den Guten. Hallo Gabe, Eduardo und ich freuen uns sehr von dir zu hören. Wir sind froh, dass es nach all diesen Jahren so gut für dich läuft. Eduardo ist sehr weit weg. Leider war es schwierig, weiter mit Alex zu reden, nachdem sie im System war und wir wissen nicht, wo sie jetzt lebt. Hier ist die Telefonnummer der Agentur. Vielleicht können sie helfen. Orego, Jugendschutz. Na gut. Leitung nur am dritten Mittwoch. Am dritten Mittwoch jeden Monat verfügbar. What?
Er versuche soziale Dienste, Kindeswohl. Also einmal im Monat nur erreichbar, alles klar. Wir wünschen dir viel Glück dabei, sie zu finden. Jo, alles klar. Ehre. Wow. Gabe sucht schon seit einer Weile nach mir. Okay. Also wurde doch nicht wirklich übermittelt. Man weiß ja auch noch nicht so richtig, was mit den Eltern passiert ist. Also haben Gabe und Riley an ihrem Bewerbungsgespräch gearbeitet und Mac dachte, die beiden schlafen miteinander? Das ist so dumm. Ach, das ist das Bewerbungsgespräch. Also die Bewerbung von der aus dem Blumenland. Ihre Bewerbung für die Programmierungsstartplattform im Sommer 2019 wurde vom CIT. Und CIT wurde begutachtet und wir freuen uns, ihr mitzuteilen, dass sie zu dem Gespräch weitergekommen sind. Das Zulassungsamt wird sie in den nächsten Tagen kontaktieren, um einen Termin für ihr Gespräch festzulegen. Glückwunsch und viel Erfolg. Ah. Okay. Nice. Okay, das stand auch da unter. Okay. Hab ich Gabe geschlagen. Aber da kann ich jetzt auch die Gefühlslage sehen. Aber auch rot. Wie kann denn ein Gegenstand Wut vermitteln? Riley, hör mir doch zu. Seine Geschichte stimmt nicht. Ah. Er steht auf dich. Schatz, er hilft mir nur bei der College-Bewerbung. Wusstest du schon, dass Typen manchmal auch einfach nett sein können, ohne etwas dafür zu erwarten? Ein Schulabbrecher, ein Typ, der im verfluchten Jugendknast gesessen hat, will... Mac hat Rileys private Nachrichten gelesen? Boyfriend des Jahres. Ah, okay, jetzt checke ich auch, wie man Gefühle anguckt. Ah, cool, dass man sich noch so umkleiden kann. Ich sehe mich bei den Bären hier, sage ich euch ehrlich. Das ist er. Wo bleiben wir? Das glaube ich ja nicht. Gabe hat das Foto auch? Sieh dir unsere Eltern an. Mama ist gesund. Und Dad noch aber kein guck mal, völliges der, Arschloch. Ich finde, der Altersabstand zwischen den beiden sieht jetzt nicht so krass aus wie jetzt. Jetzt würde ich sagen, er irgendwo 23, sie 16 oder so. Geil, hoffentlich können wir in einem Automaten spielen, das wäre nice. Gott, Shushu wird auf diesem schönen Bett so schäbig aussehen. Sie hat mir wirklich durch schwere Zeiten was geholfen. Ist Shushu, aber das liegt Alter. Jetzt hoffentlich hinter mir. Der sieht ja anders missbraucht aus. Ach, der Comic von Ethan hat Jung. Echt Talent. Macht Sinn, dass seine Mom Künstlerin ist. Zeichnungstechnisch top. Der Tunnel zur Monsterfestung von Dämonheim. Eingestürzt? Okay, jetzt kann man sich den durchlesen. Komm, Bock, den mir durchzulesen. Ich muss an einen anderen Weg hineinfinden. Ey, das ist doch... die Uniform der Stadtwache anscheinend schon lange tot. Blut? Aha. Ja, dann zieht er sich ja wahrscheinlich die Uniform an. Die Spur scheint hier zu enden. Außer, wohl, aha, hier muss er durchgekrochen sein. Okay. Die Leiche einer Wolkenschlange, sie muss durch die Decke gestürzt sein. Wenn ich eine höhere Ebene erreiche, dann finde ich die vielleicht... Den Geheimeingang. Also schreibtechnisch ist er scheiße. Gar keinen Bock mehr, den durchzulesen, sag ich ehrlich. Ethan's Comic, den haben wir uns schon angeguckt. Aber wie viel hat sie da noch drin? Okay, bisher hat sie zwei Sachen rausgeholt, aber egal. Das jetzt für Kerzchen? Sind das für Briefe jetzt? Ich habe nie wieder was von Sydney gehört.
Hoffentlich geht's dir gut. Ey, Alex, was geht? Bist du immer noch bei helfende Hände? Nur damit du es weißt, ich lösche meinen Konten und tauche für eine Weile unter. Ich habe ein paar Mal mit diesem Typen geschlafen, damit ich einen Ort zum Schlafen hatte. Okay. Und jetzt belästigt er mich. Außerdem verlasse ich Burnside. Der Aufseher ist ein Rassist und beschuldigt mich dauernd zu dealen. Ich melde mich bei dir, wenn ich eine neue Situation organisiert habe. Die wird sich noch safe melden. Irgendwann. Wir gehen langsam die Optionen aus, aber du kennst mich. Ich werde kreativ. Ich hoffe, es geht... Ja, das haben wir schon rausgelesen, dass du kreativ wirst. Ich hoffe, es geht dir gut. Ist Lauren noch... Lauren noch da? Erinnerst du dich, wie du sie verdroschen hast? Lol, vermisse dich, du Depp. Ja, räumt wohl öfters mal zu. Wenigstens okay. War ja nicht alles egal. Kann man nicht von jedem behaupten. Ich würde es dir nicht vorwerfen, wenn du diesen Brief wegwirfst, ohne ihn geöffnet zu haben. Falls du ihn liest, danke, dass du mir Gelegenheit gibst, mich zu entschuldigen. Jetzt würde ich den Brief schon weglegen. Aber wir lesen weiter. Ich war nicht bereit, ich war nicht dafür geschaffen, Legemutter zu sein. Der Stress, die Auseinandersetzung, das Rumschreien, es war zu viel für mich. Besonders in meinem Alter, ich hätte es besser wissen müssen. Es tut mir leid, falls sich die Dinge für dich verschlimmert haben. Viel Glück da draußen, mit freundlichen Grüßen, Fräulein Orgis, Alter. Ich wünschte, die Medikamente hätten gewirkt. Jesse, mein Fels in der Brandung damals in der Wohngruppe. Die haben wir ja... Hatten wir ja auch noch im Brief. Es scheint irgendwie so beste Freunde-mäßig zu sein, oder was? Lieber Alex, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, dass du einen fantastischen Tag... Mal im Ernst, ich wollte dir für alles danken, was du für mich getan hast, seit wir uns kennengelernt haben. Ich fühle mich sicher und glücklich und sogar lieb, wenn du in der Nähe bist. Ganz schön ungewöhnlich für Leute wie uns, oder? Danke jedenfalls dafür, dass du bist. Dass du meine Freundin bist. Dafür, dass du Hardy vermöbelt hast. Dafür, dass ich all deine Sachen tragen kann. Auch wenn ich nicht frage, wenn ich wie eine Verliererin klinge, aber du bist im Prinzip das einzige Gute hier. Na, okay. So, das haben wir jetzt alles durch. Ist da noch mehr im Rucksack, Alter? Fotos auspacken. Ich wusste doch, dass die irgendwie Fotos schießt. Ach so. Das ist ja nur ein Foto, das kennen wir ja sogar schon. Verrückt, wie sehr wir uns verändert haben. Andere Hälfte hat sich, glaube ich, abgeschnitten. Tagebuch. Ich sollte meinen letzten Zusammenbruch darin festhalten. Das lese ich mir jetzt aber nicht durch. Schreib's doch kurz auf. Das lese ich mir nie im Leben, lese ich mir das durch. Am Arsch. Gut, was für ein Mist. Okay, das schreibt sie aber oft, dass sie wütend ist auf jeden Fall. Das haben wir ja schon gemerkt. Weil sie sonst ja nicht mehr drüben ist. Aber ist jetzt die Farbe auch wieder für ein Gefühl da? Blau? Kummer. Guck mal, Rot, Wut. Blau, Kummer. Okay, da sind ein bisschen die Farben mal erklärt. Schon mal gut. Zwei gefühlt lang können wir jetzt schon mal definieren. Okay. Ist schon mal gut. Ich pack den Rest später aus. Nicht dein Ernst. Here's a little something to say. We'll come home. Can't wait to hear you.
Wer auch immer Shreed ist, Alter. Achso, spielen zu hören. Ah, okay. Okay, okay. Wer ist ein G, Alter? Ah! Na, wissen wir. Der Bruder. Gerd oder wie er heißt. Hier zu sein ist zu schön, um wahr zu sein. Das lasse ich mir von nichts kaputt machen. Ich sollte runtergehen und die Sache mit Gabe gerade biegen.